habe ich jetzt eigentlich? Wann habe ich das aufgehoben? Ich erinnere mich nicht. Ja, Gedächtnis gelöscht, ne? Wobei, warte. Brauche ich das Glas nicht für eine Lebensessenz? Naja, wer weiß, was im letzten Raum ist. Und wenn da nichts ist, muss ich dann wahrscheinlich im ersten Raum, wo wir drinnen waren, mit dem Glas beim Gitter interagieren. Da ist ja offensichtlich Blut runtergeflossen. Wieso hängt nur eine Leiche dort? Kitzenepperin war auf ihren Knien und ihre Hände waren auf ihrem Rücken zusammengebunden. Sie fühlte, wie ihre Hände angehoben wurden und ihr Körper folgte. Ihre Schultern gaben dem Gewicht ihres eigenen Körpers nach und knackten laut. Die aufgehängte Frau schrie hysterisch, als der Mann näher kam und zum nächsten Schritt überging. Hochgehoben. Okay. Muss ich das wirklich im ersten Raum machen? Es gibt doch mal wieder hier. Schrank. Was auch immer du von mir willst, Mr. Shadow. Was du hinne machst, Chicken? Die Luke muss zuerst geöffnet werden. Man kommt nicht an das Blut heran. Finde eine Möglichkeit, den Behälter herabzusenken, um das Blut darin aufzubewahren. Mit der Schnur? Nein, also wie kombiniere ich nochmal? Okay. Ich hatte gerade aber in Erinnerung... Ach, falsche Erinnerung, das sehe ich. Die Kugelstücke halt mit der Schnur zusammenhalten muss, während ich sie mit dem Teer festklebe, aber gut. Das ist nicht das erste Mal, dass ich falsche Erinnerungen habe, also von daher. Glasblut, es ist mit Blut gefüllt. Leichte Kopfschmerzen.
heißt das, ich kriege jetzt wieder einen glasklaren Geisteszustand, wenn ich das letzte Zutatlein hole? Schatten kommt auch schon immer näher. Ja, danke dafür, Mr. Shadow. Ich war so nah dran, einen glasklaren Zustand zu kriegen. Jetzt sicher nicht ins Bodenlose gesenkt. Willst du vielleicht jetzt nochmal nach den Spinnen suchen? Ich glaube jedenfalls, dass das Punkt, Punkt, Punkt sein muss. Naja, selbst wenn. Die Spinnen sehen über dich. Apropos Spinnen, ich habe auch auf der Seite gelesen, dass eigentlich die Entwickler geplant hätten, Spinnen als richtige Gegner einzubauen. Und nicht nur hier illusionsmäßig, dass sie nur auf niedrigerem Geisteszustand auftauchen. Habe ich jetzt nicht? Nee. Hat unten rechts nicht mein Tagebuch aufgeploppt? Oder bin ich jetzt bescheuert? I see you have all the orb pieces you need. I know I have no right to ask anything of you. But if you could find it in your heart to gather the ingredients for Vyas Tarnak before attempting to mend the orb, there might still be a chance for you to save me. Please, my faith is in your hands. Ich habe alle Zutaten. Überreste. Mit Schleim bedeckt. Sind mit Schleim bedeckt. Wenn ich Tagebücher checken. Bestandteil des Sekrets. Schleim ist ja im Grunde Sekret. Das Blut. Und wir haben die Giftdrüse. Ich habe deine Zutaten, Agrippa, und jetzt? I see you have all the orb pieces you need. I know I have no right to ask anything of you. But if you could find it in your heart to gather the ingredients for Vyas Tarnak before attempting to mend the orb, there might still be a chance for you to save me. Please. My faith is in your hands. Oder muss ich einfach... Kann nicht direkt zum Blut hinzufügen. Substanz muss erst gereinigt werden. Er weigert sich dies... Ich will das dir nicht zum Essen geben! Blut reinigen. Wie und wo soll ich das denn machen? I see you have all the orb pieces you need. I know I have no right to ask anything of you. But if you could find it in your heart to gather the ingredients for Vyas Tarnak. Blut reinigen. Ich weiß, oben ist Labor, aber das ist zugenagelt worden.
andererseits wiederum, wenn ich daran denke, was storymäßig noch passiert, muss ich das wirklich jetzt machen? Wo soll ich das überhaupt reinigen? Brauche ich dafür ein Destilliergerät? Grippe, du bereitest mir Kopfschmerzen. Eine Mischung. Oder stand hier irgendwas? Sind denn nur die Zutaten? Die Lebensessenz könnte wie gewöhnlich aus dem Blut jedes beliebigen gequälten menschlichen Opfers gewonnen werden. Ich brauche nur eine große Menge, um es richtig zu destillieren. Ich muss daran denken, es bei der nächsten Folter zu gewinnen. Und wo destilliere ich das? Oder ist jetzt auf mysteriösen, aus mysteriösen Gründen plötzlich. Ah, fliege es wieder da, dieses krabbelnde Ding auf meinem Bildschirm. Das schon beim Eingang der Zisterne war. Ist noch geschlossen. Ist doch Shadow, kannst du das nicht für mich öffnen? Naja. Chicken, was sagen denn deine Erinnerungen bezüglich des Tunikum? Dass das ihm später verabreicht? Da muss ich nur mal weggehen. Hier war ja nirgendwo ein Destilliergerät. Das ist eine Kette. Das ist keine Leiche. Oder war beim Eingang des Altarraum. Du warst hier abgeschlossen. Ja. Hier war nur eine Sackgasse. Nachschicken. Das ist halt so lang her. Hauptsache, das ganze Zeug ist wieder hier oben, ne? Agrippa? I see that all the orb pieces you need. I know I have no right to ask anything of you. But if you could find it in your heart to gather the ingredients for Bias Tarkon before attempting to mental all, there might still be a chance for you to save me. Please. Ich hab zwar alle, aber. Wo soll ich das letzte destillieren, das Blut? I see that all the orb pieces you need. I know I have no right to ask anything. But if you could find it in your heart. Hmm.
hier irgendwas zum Destillieren. Wahrscheinlich nicht. Wieso verbrennen mich die Kerzen eigentlich nicht? Das ist doch Feuer und ich stand gerade auf dem Feuer. Irgendwie sieht der Schatten so aus. Hier diese gerade Schattenlinie, als wäre der Raum mit Wasser gefüllt. Das sieht nur so aus, Chicken, keine Sorge. Ich mach mir mal Sorgen. Und wo muss das Blut destilliert werden? I see that all the orb pieces you need. I know I have no right to ask anything of you. But if you could find it in your heart. Schnauze, Agrippa! Spark. Was? Ich würde ja sagen im Labor, aber das ist verschlossen. Oder wird es später geöffnet? Auch wenn das so aussieht, als wären wir schon am Ende. Wir haben noch ein bisschen was vor uns. Hier oben war kein Destillierzeug, ne? Den Folter kann man auch nicht. Dann gehen wir zur Agrippa zurück. Müssen wir in der nächsten Session machen. Dass ich Agrippa auch nicht einfach fragen kann, wo ein Destilliergerät hier ist. I know I have no right to ask anything of you. But if you could find it in your heart to gather the ingredients for Vyr's tunnel before attempting to mend the orb, there might still be a chance for you to save me. Please, my fate is in your hands. Oder kann ich das einfach auf dem Feuer erhitzen? Keine Ahnung, wie destilliert man Blut? Das habe ich noch nie gemacht. Genauso wenig wie Blutgruppen zu bestimmen. Labor! Das ist doch eigentlich nicht umsonst hier. Kommen wir da zum späteren Zeitpunkt rein? Eigentlich nicht. I see that all the orb pieces you need. I know I have no right to ask anything of you. But if you could find it in your heart to gather the ingredients for Vyr's tonic before attempting to mend the orb, there might still be a chance for you to save me. Please, my fate is in your hands. Würde ich ja gerne, aber ich habe keine Ahnung, wie man Blut destilliert. Oh, Agrippa. So stelle ich mich überhaupt hier hin. Keine Ahnung. Da labert mir zu viel.
Und wie sagen Sie mir zur nächsten Aufnahme? Es war schon noch keine freie Nacht. Chick muss sich nochmal ins Gedächtnis rufen lassen, anscheinend, wie man genau Blut destilliert. Auch wenn ich eher glaube, dass das zu einem etwas späteren Zeitpunkt. Weil ihm jetzt das Tonikum zu verabreichen, ist Schwachsinn. Uns fehlt noch ein Gegenstand. Um Agrippas vollständige Bitte zu erfüllen. Das kann natürlich auch sein. Aber wenn ich falsch liege. Das wäre sehr schlecht. Weil ich brauche Agrippa für ein Ende. Ich wollte ja alle zeigen. Naja. Hallo Zunderbüchse. Ich hab mich gerade. Okay. Habe ich das echt nicht beachtet? Oh. Irgendwie habe ich jetzt Thief 2 Flashbacks. Wo ich im ersten Level in so einem Schlafzimmer war. Ich glaube jedenfalls, das war das erste Level. Licht ausgemacht habe und dann habe ich im Dunkeln Loot-Gegenstand gesehen. Erst im Dunkeln. Nicht, wo es hell war. Nee, nee. Im Dunkeln. Im Dunkeln. Also sehen wir uns in der nächsten Aufnahme Session. But if you could find it in your heart to gather the ingredients for Vias Tarka before attempting to mend the ore, there might still be a chance for you to save him. Please, my fate is in your hands. Chicken wird währenddessen Agrippa bemitleidenswert ansehen, weil sie keine Ahnung hat. Momentan. Wo sie das Blut destillieren soll. Aber dort werde ich dann wahrscheinlich bis zur nächsten Session mir nochmal ins Gedächtnis rufen. Auch wenn ich gerade wirklich der Überzeugung bin, dass ich erst noch andere Sachen tun muss, bevor ich wieder hier zu Agrippa zurückkomme. Mit dem vollständigen Tunikum. Zum Beispiel im Altar. In dem Raum, wo wir den Eimer mit Teer her haben, da war ja noch so eine verschlossene Türe, wo hinter eine Maschine war, in dem Raum. Da müssen wir auch noch irgendwie rein. Was heißt müssen? Du willst doch nur da reinschicken. Du willst überall rein. Überall. Und nirgendwo. Aber erst beim nächsten Mal. Also dann, ciao.